Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zum VSAV § 34 Thementag begrüßen. Mein Vortrag heute: Die Risiken der BAV als Türöffner beim Arbeitgeber, wie Sie zu einem hervorragenden BAV-Geschäft kommen können. Vielleicht kurz zu meiner Person: Mein Name ist Manfred Bayer. Vom Beruf bin ich Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Mit der betrieblichen Altersvorsorge beschäftige ich mich seit 1991, damals noch bei einem der Big Eight, in einer der großen 8 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ich bin Geschäftsführer der Fels-Penstrohan GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ich bin Partner der Fels Rechtsanwälte Steuerberater GbR, Vorstand in verschiedenen Unterstützungskassen und auch Vorstandsvorsitzender im Bundesverband Pauschalnotierte Unterstützungskassen e.V. Die Finanzdienstleistungsbranche ist ja derzeit in der Neuausrichtung. Nicht nur vor dem Hintergrund, dass manches Geschäft immer schwieriger wird, behördliche Auflagen und Regulierungen immer schwieriger. Es kommen auch Themen wie neue oder teilweise neue Vergütungsmodelle, über die im Markt trefflich gestritten wird und über die mehr Lobbyarbeit gemacht wird als sonst was. Es ist das Thema neue Ansätze und neue Wege und letztendlich auch neue Dienstleistungen und neue Produkte. Schlichtweg viele Makler, viele Finanzdienstleister sind derzeit in einer Umorientierungsphase und in einer Neuausrichtungsphase. Wenn man das Lebensgeschäft anschaut, dieses wird ja immer schwieriger, das Privatgeschäft. Ganz klar, die Kunden werden immer kritischer, die Kunden werden auch immer aufgeklärter. Wenn Sie nur die Presse in den ersten 2 oder 3 Monaten dieses Jahres 2015 verfolgen, es ist fast ein Lebensversicherer-Bashing, es ist ein Artikel, der negativer ist und der sich dramatischer anhört als der vorherige. Es scheint manchmal so, wie wenn jeder Journalist noch schnell, bevor etwas Größeres passiert, einmal gewarnt haben möchte. Man kann das Lebensgeschäft auch so sagen: Die Kunden, die rechnen einfach nach. Und es kommen immer mehr Kunden bei der ganz einfachen Rechnung darauf, dass das eingezahlte Kapital garantiert nicht unbedingt hinten herauskommt. Und auch das Thema Überschüsse, prognostizierte Überschüsse, wird ja immer kritischer, wenn nicht sogar unerreichbar gesehen. Schauen wir das BAV-Geschäft an. War das BAV-Geschäft früher? Es gibt einen Rechtsanspruch und eine riesen Sozialversicherungsersparnis. Also der Arbeitgeber muss irgendwas tun, er muss was anbieten, Mitarbeiter einen Anspruch. Und je mehr mitmachen, je mehr teilnehmen mit den größeren Beträgen, desto höher ist die Sozialversicherungsersparnis. Das ist zwischenzeitlich nicht mehr so. Als es den Rechtsanspruch gibt, weiß jeder, es machen immer noch die wenigsten Mitarbeiter mit. Nach meiner Schätzung sind es keine 20% der Arbeitnehmer, die wirklich freiwillig an Entgeltumwandlung teilnehmen. Sozialversicherungsersparnis ist zwischenzeitlich auch so, dass eine Versicherung ohne irgendeinen Zuschuss gar nicht mehr verkäuflich wäre. Das heißt, 20% Zuschuss sind hier fast der Durchschnitt, also 71% der Unternehmen haben zwischenzeitlich mischfinanzierte Verträge. Mischfinanziert heißt, alles Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil kommen in den gleichen Vertrag und es dauert trotzdem bestimmt 10 bis 15, wenn nicht sogar mehr Jahre, bis das eingezahlte Kapital vom Arbeitnehmer, das heißt der kleine Teil vom Arbeitnehmer ohne Arbeitgeberzuschuss, überhaupt vorhanden ist. Jetzt wird häufig über Risiken verkauft. Das Geschäft ist ja so riskant. BAV-Unternehmer haben solche Haftungen und was auch passiert, die Berater stoßen weitläufiger auf Ablehnung. Immer mehr Arbeitgeber wollen betriebliche Altersvorsorgen aus dem Unternehmen fernhalten, aus meiner Sicht aus gutem Grund. Das heißt, ein alternatives Modell, das ich Ihnen heute aufzeigen möchte, öffnet wirklich Türen und man kann es auf einen Punkt bringen: Wer im Zug in falscher Richtung sitzt, der sollte schnell aussteigen. Und das Produkt, das ich Ihnen zeigen wollte, ist die Unternehmerbank, die pauschalnotierte Unterstützungskasse, die mich bereits seit 1991 begleitet, damals vor allem beim börsennotierten großen mittelständischen Unternehmen, seit 1999 im breiten Mittelstand, so wie sie draußen zu tausend vorkommen, 10 bis 20, ab 10 bis 20 Mitarbeitern bis 300 Mitarbeiter in der großen Masse, vereinzelt natürlich auch 50.000, 30.000, 23.000 Mitarbeiter, was wir in den letzten beiden Jahren beraten haben. Es geht also um die Unternehmerbank und ich möchte das mit Bertolt Brecht beginnen: Nur Dilettanten überfallen eine Bank, wahre Profis
gründen eine. Und das Ganze wird also nicht mit dem Begriff betriebliche Altersvorsorge in der Beratung an den Unternehmer herangetragen, sondern als Themen, die Unternehmer wirklich bewegen. Und es ist einfach die Frage, wie werde ich der begehrteste Arbeitgeber in meiner Region? Und zweitens, wie schaffe ich es, Monat für Monat zusätzliche frei verfügbare Liquidität zu unschlagbar günstigen Konditionen ins Unternehmen zu bekommen? Also das Interesse, Mitarbeiter binden, Fachkräfte gewinnen, ist ein Thema, das fast alle Arbeitgeber quer durch alle Branchen interessiert. Und natürlich Monat für Monat zusätzlich frei verfügbare Liquidität zu haben, ohne Sicherheiten, ohne Bonitätsprüfung, die zweite interessante Geschichte. Und ich kann es Ihnen versprechen, wenn Sie mit diesen Themen Unternehmer ansprechen, dann haben Sie eine Resonanz von 90% mindestens, die hier an einem Gespräch interessiert sind. Wenn Sie Themen wie Sachwertanlagen, Sachwertansatz noch dazu bringen, vielleicht im Erstgespräch, ist es für viele noch interessanter. Die Akquise erfolgt also nicht über das Wort betriebliche Altersversorgung, ein weitgehend verbranntes Wort, ein Reizwort für viele Unternehmer, auch für viele Arbeitnehmer, sondern über Fachkräftemangel, über Mitarbeiterbindung, Gewinnung und letztendlich Liquidität als Hauptmotivation, um einfach offene Türen zu schaffen. Und das ganze System ist aus meiner Sicht ganz einfach und auf einer Seite erklärbar. Hier sind 90% von Nutzen und Funktion ganz einfach darstellbar. Und wenn wir uns das so anschauen, dann haben wir hier den Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer hat, der vielleicht auf 100 Euro von seinem Brutto verzichtet. Dies bleibt steuerfrei, bleibt sozialversicherungsfrei. Was macht der Arbeitgeber? Er weist es in der Regel an eine Versicherungsgesellschaft. Wenn er das macht, sind die 100 Euro unwiderruflich, unwiederbringlich, nicht kündbar, nicht stornierbar, nicht beleihbar, unwiederbringlich weg. Er bekommt also kein Geld zurück. Aus meiner Sicht aus zwei Gründen bereits schwierig und mehr als uninteressant. Zum einen, das Geld ist weg, die Haftung ist aber im Unternehmen zurückgeblieben. Hätte das als Lohn gezahlt, wäre das Geld weg, wäre auch alle Haftungsfragen erledigt. Hier ist das Geld weg, die Liquidität weg, die Haftung ist bei ihm geblieben. Und wenn Sie mich nach der Haftung fragen, möchte ich nur sagen, § 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz, gerade im Zusammenhang mit Nahlesrente, vielfach diskutiert. Der Arbeitgeber haftet für die Erfüllung seiner Zusage und er macht immer eine Zusage. Also aus Arbeitgebersicht alles andere als interessant. Sehen Sie § 89 VAG dazu, das heißt, die Versicherer können auch in bestimmten Situationen Leistungen kürzen, Garantien einfrieren, herabsetzen etc. Für den Arbeitgeber alles andere als interessant. Schaut es für den Mitarbeiter besser aus? Nein, der Mitarbeiter bekommt eine bescheidene Leistung. Wir haben Verzinsungen, teilweise von 0,42% hat Assicurata bezogen auf das eingezahlte Kapital berechnet. Und das auch nur, wenn der Mitarbeiter sehr lange durchhält. Franke und Bornberg haben schon bei 1,75% einmal berechnet. Es dauert zwischen 14,5 Jahren im Durchschnitt bis teilweise 20 Jahre, bis das eingezahlte Kapital vorhanden ist. Was machen wir anders mit der Unternehmerbank? Mitarbeiter verzichtet ebenfalls, bleibt ebenfalls steuerfrei, bleibt ebenfalls sozialversicherungsfrei. Nur diese 100 Euro fließen nicht ab, diese 100 Euro bleiben im Unternehmen. Und nicht nur diese 100 Euro, sondern weitere Vorteile wie Steuerersparnisse oben drauf. Also wenn Sie es anschauen, warum macht der Mitarbeiter das überhaupt? Er macht es ganz einfach, weil der Arbeitgeber eine Verzinsung verspricht. 1,5%. Das heißt für einen Mitarbeiter hochinteressant, eine Verzinsung im ersten Euro an, mit vielleicht sogar tendenziell höheren Zins. Er hat schon allein deshalb garantiert eine 50% höhere Ablaufleistung. Nicht nur am Ende, sondern zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Für einen Arbeitgeber, der hat ein zinsgünstiges Darlehen, 1,25%, extrem langfristig, 30, 35 Jahre und absolut sicherheitenfrei und ohne Bonitätsprüfung. Also hochinteressant für den Arbeitgeber und für den Mitarbeiter auch klar. Er hat einfach eine deutlich höhere
Leistung. Und zwar signifikant, deutlich höher. Wenn bei der Versicherung nur rund 65% des Geldes überhaupt angelegt werden und hier 100%, kommt ja schon mal mindestens 50% mehr raus. Also wir beide hochinteressant. Wir haben hier wirklich hohe Liquiditätseffekte. Wenn Sie sich vorstellen, wir geben noch einen Arbeitgeberzuschuss obendrauf. Was passiert hier? 20% werden ebenfalls an die Versicherung überwiesen. Sie fließen ab. Der Arbeitgeber haftet auch für diese 20%. Der Mitarbeiter hat eine unwesentlich höhere Leistung und es dauert trotzdem mindestens 10, 15 Jahre, bis seine eingezahlten 100 Euro vorhanden sind. Hier machen wir in der Regel höhere Zuschüsse. Warum? Weil uns das Geld nicht abfließt, weil uns durch die Steuersparnis nur Steuervorteile zufließen. Hier fließt Geld ab, hier fließt Liquidität zu. Wir haben eine zweite Zusage. Scheidet der Mitarbeiter hier aus, ob nach 1, 2, 3 Jahren, er nimmt alles mit. Scheidet er hier, derzeit noch vor 5 Jahren aus, verfällt der arbeitgeberfinanzierte Anspruch auf null. Die Steuervorteile bleiben aber konserviert, die bleiben dem Arbeitgeber erhalten und dienen zur Finanzierung der anderen Mitarbeiter und finanzieren die bei etwas Fluktuation schon bereits fast vollständig mit. Also hochinteressant für den Arbeitgeber zur Liquidität und zur Mitarbeiterbindung. Und damit haben wir die Entgeltumwandlung Betriebswirtschaft wirklich als unschlagbar günstiges langfristiges Darlehen ohne Sicherheiten und Bonitätsprüfung. Ich könnte noch viele Vorteile im Prinzip erwähnen. Wir haben jedenfalls Liquiditätsgewinne durchschnittlich zwischen 1.500 und 2.500 Euro pro Jahr Mitarbeiter und gewaltige Bindungseffekte. Die höheren Arbeitgeberzuschüsse, wie gesagt, in der Versicherung habe ich die monatlichen Abflüsse, eine einheitliche Zusage und kein Fluktuationsgewinn. Und hier habe ich wirklich Mitarbeiterbindung eben wegen monatliche Liquiditätszuflüsse ganz leicht zu finanzieren statt an Abfluss. Wir haben die Fluktuationsgewinne, weil wir immer getrennte Zusagen machen. Und trotz Fluktuation haben wir keine Rückstellungsauflösungen, sondern konservierte Steuervorteile. Die Liquidität, wie gesagt, 1.500 bis 2.500 Euro je Jahr und Mitarbeiter. Rückdeckung, egal was man nimmt, vom Edelmetall über die Vermögensverwaltung bis aktienorientiert, ETFs, Weltportfolio-Prinzip, passives Investieren, die sind in der Regel jederzeit liquidierbar, je nach Produkt. Wir schaffen damit ein Reservepolster und Krisenfähigkeit und Krisensicherheit, weil ich an das Geld immer wieder rankomme. Wir schaffen Bankenunabhängigkeit und natürlich hohe Gewinne durch die Erträge aus der internen und externen Anlage. Stellen Sie sich nur vor, der spart sich seinen Kontokorrentzins oder erwirtschaftet 3% und hat dem Mitarbeiter nur 1,5% zugesagt. Kombinieren kann man das ganz gut mit dem Thema Lohnkostenmanagement, Nettolohnoptimierung, betriebliches Entgeltmanagement. Hier ist es so, dass ich sage, ich habe 70 bis 80 Euro mehr netto. Nach der Optimierung kann ich natürlich 150 Euro BAV draus machen. Ich kombiniere ein hocheffizientes, modernes wirtschaftliches System mit einem genauso effizienten wirtschaftlichen System und nicht mit einer ineffizienten Versicherung, wie sie meistens gemacht wird. Und im Ergebnis ist es ja nicht mehr als ein Versicherungsvertriebsvehikel, das zwischenzeitlich schon immer schlechteres Image schafft. Im Ergebnis haben wir Win-Win für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer. Wir haben die Wertschöpfung im Unternehmen, die bleibt da, wo sie hingehört. Auch die steuerliche Förderung bleibt da. Wir haben, das kann ich Ihnen versprechen, starkes Interesse bei den Arbeitgebern und vor allem extremes Interesse und hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern. Aber auch Sie als Berater haben Vorteile. Sie haben stornofreie Einrichtungsgebühren. Sie haben eine jährliche Vergütung aus der Betreuung. Sie haben Produktkordage, wenn es einer macht, aus der Kapitalanlage. Feld selbst macht keine Kapitalanlage. Feld selbst hält sich heraus, partizipiert nie an Overheads, gibt keine Empfehlungen raus und es darf auch nichts im Namen von Fels gemacht werden. Wir haben einen leichten Zugang zum Firmengeschäft, weil die Unternehmen auf die Themen einfach ansprechen und sie können auf Wunsch individuell unterstützt und begleitet werden, vor Ort oder auch im Online-Weg. Vielleicht noch zu kurz zu uns. Wir haben ein Selbstbild als Qualitätsmarktführer. Wir sehen uns als Erfahrungsmarktführer. Wir gewährleisten durch die direkte Beauftragung der Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft höchste Rechtssicherheit, haben eine Historie seit 1924, was nämlich die Erklärungsnotwendigkeit des Partners
vermindert und wir haben ein Vertragswerk mit weitestgehender Enthaftung und Rechtssicherheit. Die Kernkompetenzen, wir sind in der Verwaltung tätig seit 1999, haben alle Berufsträger im eigenen Haus, die Positionen mindestens doppelt besetzt. Wir bieten umfangreiche Unterstützung und jederzeitige Herausbarkeit, haben mehr als 1000 verwaltete Unternehmen und im Ergebnis liefern wir Rechtssicherheit, die Administration durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft professionell und natürlich Controlling, das heißt alle Daten zu jedem Zeitpunkt, wie sie notwendig und erforderlich ist. Als Fazit kann ich nur sagen, es gibt wirklich offene Türen und vielfältige Beratungsansätze, wirklich für verschiedene Berater auch tatsächlich unterschiedlich gestaltet. Sie lösen die drängendsten unternehmerischen Herausforderungen, strategische Herausforderungen, Mitarbeiterbindung und strategische Herausforderungen, Liquidität und Bankenunabhängigkeit. Wir haben hier einen ungesättigten Zukunftsmarkt mit steigender Nachfrage und natürlich auch hervorragende Verdienstmöglichkeit und Bestandsaufbau. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und stehe Ihnen selbstverständlich für Fragen gerne zur Verfügung.